Hallihallo und herzlich willkommen zu Ender Games. Wir spielen nach Ewigkeiten endlich mal wieder das Delfin-Kit. Und warum erwähne ich jede Runde direkt am Anfang, was für ein Kit ich bin? Ich meine, es steht auch im Titel und es steht auch auf dem Thumbnail. Beziehungsweise heute dürfte es nicht auf dem Thumbnail stehen, weil mir wurde wieder was gezeichnet. Wieder von derselben Zeichnerin, die ich auch letztens zweimal erwähnt habe. Oh Gott, ich habe Angst, den Namen auszusprechen, weil im Namen einfach zwei E's sind. Und zwei E's werden doch im Englischen wie I ausgesprochen und im Deutschen wie ein E? Gibt es überhaupt ein deutsches Wort mit zwei E? Ich weiß es nicht. Und warum gehe ich an Land, wenn ich ein Delfin bin? Was ist falsch mit mir? Naja, wenn wir schon am Land sind, dann holen wir uns gleich mal zwei Holz. Einmal zwei Holz, bitte. Auf jeden Fall, das Bild finde ich ultra cool, genau wie die Bilder davor. Ich liebe einfach diesen Artstyle, den sie da verwendet. Und ja, ich dürfte auch die Links zu den Bildern, zu DeviantArt und auf Twitter, falls sie es auf Twitter gepostet hat. Ich habe es nur auf DeviantArt gesehen und habe dann auch geguckt auf ihrem Profil, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Auf jeden Fall in der Beschreibung schaut da dann vorbei, falls ihr ja, bei DeviantArt unterwegs seid als oder keine Ahnung, macht, was ihr für richtig haltet. Wir müssen auf jeden Fall erstmal, oh nein, unser Delfinleben gegen die anderen Kids behaupten. Gegen die anderen Kids. Die Kids von der Straße, die uns töten wollen mit ihren Klappmessern und ähnlichen. So, da wären auf jeden Fall zwei andere Spieler. Und wir fliehen einfach mal direkt ins Wasser. Denn jetzt können wir uns endlich. Hatte ich schon die ganze Zeit das Eisen für das Schwert oder habe ich das gerade eben erst gefunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir uns ganz schnell ein Schwert. So. Einen Bogen haben wir schon. Dann machen wir uns noch einen Helm, damit wir gegen Headshots geschützt sind. Schuhe haben wir ja schon durch unser Kit. Und dann können wir uns auch noch ein Goldbrustpanzer machen. Yeah. Das ist mir ein gepanzerter Delfin, denn unsere Delfinhaut ist natürlich sehr empfindlich. Da haben wir noch einen Sprung hingelegt und hinter uns ist ein Spieler. Mit einem Diamantschwert, das ich echt gerne hätte, aber ich glaube, von der Rüstung dürfte. Oh nein, wäre was sogar schlechter. Fliehen wir doch mal ganz schnell vor dem Känguru ins Wasser. Es würde uns wahrscheinlich abgreifen, weil wir angeschwächt sind, aber nicht mit uns, nicht mit uns. Haben wir was zu essen? Ja, wir haben. Äpfel will ich eigentlich nicht benutzen. Äpfel möchte ich ungern benutzen. Okay, jetzt ist die Sache, will ich das riskieren? Nein, ich möchte das ehrlich gesagt nicht riskieren. Ich hätte gerne einen Heilungstrank, aber ich glaube, er möchte auch nicht mehr viel mehr riskieren, da er echt wenig Leben haben dürfte. Genauso wie wir. Ein Pfeilschuss und wir sind tot, deswegen springe ich mal ein bisschen hin und her, bis wir Leben regeneriert haben und kann mir so lange noch die Level zuwerfen, damit ich wenigstens irgendwas zu tun habe. Nein, 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 nicht mit Pfeil und Bogen. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Okay, oh Gott, wir sind eingekesselt. Was soll ich machen? Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr One-Shot. Habe ich irgendwas Tolles? Wir haben noch Hosen, die wir anziehen können. Ich habe ein Diamantschwert. Seit wann habe ich das Diamantschwert? Was habe ich denn da getötet? Ich weiß gar nicht mehr, was ich getötet habe. Oh, er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Unsere Chance. Okay, oder doch nicht. Er hat ein besseres Schwert. Ah, er hat ein Holzschwert. Genau, er hat ein besseres Schwert. Mordado. Immer glaubst du falsche Dinge. Okay, ist mein Inventar voll? Ja, ist es. Wo ist der Spieler? Ich bin gerade richtig verwirrt. Erstmal ganz viel Zeug wegschmeißen. Oh, ein mobiler Enchanting Table. Sehr, sehr gut. Weg damit. Habe ich irgendwas Gutes weggeworfen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin echt richtig verwirrt. Ich bin ein verwirrter Delfin. Oh Gott. Was haben wir denn hier noch Schönes? Zwei Diamanten bringen mir auch nichts. Ich hoffe, ich habe nichts zu Gutes weggeworfen. Nee, anscheinend nicht. Einen Wassereimer hätte ich noch behalten sollen. Aber man kann nicht an alles denken. So. Oh Gott. Wie viel Level habe ich? 4. Das heißt, das Enchanten würde sich lohnen. Aber ich möchte warten, bis ich geportet werde. Jetzt bin ich auch in einem sicheren Abstand. Bekomme auch noch Sachen, die sich wirklich lohnen zu verzaubern. Und können jetzt erstmal craften. Bevor wir irgendwas anderes machen. Der Abstand ist ja groß genug. Machen uns einen Eisenbrustpanzer. So. Und Diamanthelm. Helm, so. Dann schmeißen wir natürlich das da weg und schauen nochmal, wie weit der Spieler weg ist. Weit genug und können uns jetzt unsere Sachen enchanten. Erstmal natürlich Sharpness, Power. Dann, nee, wir wollen erst auf den Helm. Oh, Priority, Protection jetzt nicht das Beste, aber besser als nichts und Protection. Das heißt, wir sind schon mal ganz gut equipped. Was habe ich? Ich hätte mir irgendwas. Ich brauche eine Hose. Ich brauche eine bessere Hose. Das ist richtig schlecht. Knockback war da nur drauf. Okay. Woher kriege ich. Habe ich noch irgendwas? Ja, ich kann mir eine Goldhose. Oh, oh. Hose machen. Das werde ich noch machen, bevor ich irgendwas. Oh, das ist ein Crafting Table. Anderes mache. Mein Inventar ist natürlich ultra unordentlich, aber was will man tun? Was will man tun?
Ein Enchanting Table konnte ich auch nicht mehr mitnehmen, da ich kein Enchanting Dings bin. Ich bin kein Enchanting Dings. Ja, da habt ihr richtig gehört. Auch leer. Habe ich die schon gelootet? Wahrscheinlich habe ich die gelootet, bevor ich weggeportet wurde. Oder jemand anderes. Das kann ja alles sein. Was habe ich hier noch? Ach Gott, ich habe so viel Zeug. 5. Kommt der Spieler näher? Wie viele leben noch? Genügend. Machen wir uns noch ein Crafting Table. Können die hier wegschmeißen. Was habe ich noch? Ich bin gerade richtig nervös. Die hier kann ich auch gut verwenden. Ein Eimer. Das kann auch weg. Wir könnten uns noch mehr craften. So, ich lasse es erstmal. Wir müssen kämpfen, bevor die anderen sich aufrüsten. Wir haben eigentlich echt gute Waffen, echt gutes Equip. Ein Delfin, wie er im Buche steht. Oh nein, der hat einen Diamanthelm. Warum hat er nur einen Diamanthelm? Wenn wir ihn töten, dann bringt uns das gar nicht. Und warum sind wir jetzt vor allen Spielern weg? Ich wäre doch gerne dort. Ich wäre gerne dort, um zu kämpfen. Weil wieder ein Enchanting Table bringt uns allerdings nicht viel. Außer wir finden EXP oder töten genügend Tiere. Und da haben wir auch Wasser. Und als Delfin können wir uns schnell genug fortbewegen. Eine schöne Sache. Hüpf. Ich nehme das außerdem gerade zum 4. Mal auf. Die ersten 2 Mal kam jemand aus meiner Familie in mein Zimmer. Nicht alle auf einmal, nicht alle 5, aber 2 Personen. Recht früh am Anfang. Die wollten was länger Zeit verbraucht. Dann habe ich gedacht, ich bin so früh am Anfang, dann breche ich halt die Aufnahme an und fange das zweite Mal an. Beim zweiten Mal war ich natürlich dann schon recht verärgert. Aber was will man tun? Oh Gott, was habe ich getan? Das hauen jetzt einfach beide ab. Weil ich irgendwie nicht einen unterstützen wollte, sondern irgendwie beide. Guck mal, da wirft einer Fisch weg. Kann man nur einen guten Fisch wegwerfen. Ihr nicht Delfine wisst das gar nicht zu schätzen. Ihr wisst den Fisch gar nicht zu schätzen. Früher hatte nicht jeder Fisch. Da musste man um Fisch kämpfen. Und heute nimmt es jeder als selbstverständlich hin. Wie viel leben denn noch? Das gibt's ja gar nicht. Wie viel noch mal noch hin und her geportet wird. So, noch mehr Eisen. Das bedeutet, wir können uns bald eine Hose craften. Falls mir noch... Habe ich alles rausgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, habe ich. Falls wir noch was finden. Oh, der hat einen Diamantbrustpanzer. Das finden wir natürlich toll, weil wir den haben wollen. Obwohl, ich weiß nicht, ihr Protection ist ein Protektions... Brustpanzer. Oh Gott, der hat so viel Eisenzeug. Wir fliehen. Und benutzen unseren Powerbogen. Denn unser Powerbogen ist echt stark. Der Pfeilschaden wird ja, glaube ich, nach Pfeilgeschwindigkeit berechnet. Das bedeutet, umso schneller der Pfeil, umso besser. Und dann würde ich sagen, opfern wir 3 Herzen, um hinter ihn zu kommen. Mal schauen. Benutzt er seinen Kompass? Ich weiß es nicht. Wenn ja, kann er jetzt ahnen. Okay, ich wurde von der Seite angeschossen. Das ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung von wo, deswegen rennen wir nochmal weg. Hinter uns ist jemand. Vor uns ist jemand. Es sind überall welche. Was soll ich nur tun? Ich brauche Essen. Habe aber nichts draußen. Das können wir ändern. Ich habe Gold und Äpfel. Das können wir auch besser verwenden. Okay, es rennen alle weg. Machen wir das ganz schnell. Oh nein. Gott, Goldapfel. Ich kann jetzt gar nicht unterscheiden, was ich schon erzählt habe und was nicht, weil ich einfach so oft aufgenommen habe. Ich hab das mit Bild hoffentlich erwähnt, dass es eine Beschreibung ist. Ich habe das Hühnchen hier getötet. Ich habe Spieler da hinten getötet, hoffentlich. Oh, da kommt jemand. Wir werden auf jeden Fall unterstützt. Oder das war vielleicht auch Zufall. Wir rennen auf jeden Fall ein Stück weg. Denn hinter uns wird jetzt der Spieler ankommen. Oh, wir haben keine Pfeiler. Bedeutet, wir müssen auf den Spieler drauf. Wir haben aber den Überraschungseffekt auf unserer Seite, hoffe ich einfach mal. Er hat die Sachen weggesnackt, wird jetzt wahrscheinlich abhauen wollen, um sie anzuziehen. Okay, er ist weg. Oh nein, haben wir... Nee, wir haben den Diamantbrustpanzer nicht. Den wollen wir. Ach nein! Ach verdammt, wir haben aber 12 Diamanten. Wir haben 12 Diamanten, deswegen... Warte, was ist nicht verzaubert? Machen wir uns erstmal Hosen und Schuhe. So, schmeißen das da weg. Und die Hühnchen schmeißen wir auch weg. Es tut mir leid, Hühnchen, dass ich dich damals getötet habe, aber es ging nicht anders. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das ist schon mal ein Aufstieg. Da oben ist auch irgendwo ein Spieler. Wir haben aber keine Pfeile mehr. Das ist der andere Nachteil. Der hat einen Diamantbrustpanzer. Das letzte Stück, was uns fehlt. Wir essen unseren Goldapfel. Ich hoffe, er kommt aus dem Wasser.
Zweifels aber. Wir müssen nur nah an ihn rankommen. Er darf nicht... Ach nein, ich hasse... Oh. Okay, ich hasse ihn doch nicht. Ich hätte gerne den Diamantbrustpanzer. Hallo. Das ist ein Delfin. Das ist anscheinend ein Delfin. Ich möchte mein Zeug. Ich bestehe drauf. Oh, ich habe ihn verfehlt. Okay, einmal getroffen. Er kann hier nicht abtauchen, das Wasser ist zu seicht. Deswegen können wir... Okay, wurde ich getroffen oder wurde er getroffen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nun ein rotes Herz verloren. Das ist nicht so schlimm. Ich habe ihn nochmal getroffen. Er hat mich getroffen. Ich habe ihn getroffen. Er ist tot. Er hat wahrscheinlich jetzt meinen Diamantbrust... Okay. Ta-ta-ta-ta. Ich kann jederzeit fliehen, er nicht. Sollten wir bedenken. Okay, weg hier. Und... Wo ist er hin? Eins. Oh Gott. Weg hier, weg hier. Wir regenerieren nicht. Ich hätte gerne noch einen Goldapfel gehabt. Er wird sich wahrscheinlich... Die Sache ist, er verliert extrem viel Leben durch diesen Enderperlenverbrauch. Ich hätte gerne... Essen, was ich jetzt auch habe. Ja, weg. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Das hätte ein... Oh Gott, wir sind tot. Aber ich würde sagen, das war ein spannender Endkampf. Ich würde gerne wissen, wie viel Leben er hat. Es dürfte nicht viel gewesen sein. Warum macht er Punkt, Punkt, Punkt? Also er kann nicht echt erwarten, dass ich mich direkt in den Kampf stürze, nachdem ich den anderen töte im Kampf. Und dass er mich dann einfach absnackt. Also da war, glaube ich, ein kurzes Abhauen vollkommen berechtigt. Und er dürfte auch nicht mehr viel gehabt haben. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss und schönen Abend noch.